Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir sind hier nach wie vor in einer Stadt und eigentlich auf dem Weg zu einer Apotheke, um irgendwelche Tabletten zu holen, die Alice nehmen soll. Und wurden aber von dieser komischen Frau gerettet, aufgehalten, wie man es nehmen möchte. Haben wir nochmal einen schönen Überblick über die Stadt. Und sieht alles ziemlich grau aus. Ja, das tut's auch. Und wir sollten dieser komischen Frau aufs Dach folgen, um ja wahrscheinlich wieder Geld abzudrücken, damit sie den Mund hält und uns nicht verpfeift, weil wir ja wahnsinnig sind. Angeblich. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, hab ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir dringend die Kehle befeuchten. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie es ist nur ein Traum. Schmutz. Okay, anscheinend sind wir im Wunderland auf einmal. Hier sieht es auch schon wieder ein bisschen bunter aus. Also das Spiel hat also doch Farbe. Wo sind wir denn nun? Genau. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Tal der Tränen. Wir sind also wirklich im Wunderland. Und... ich kann springen. Juhu. Ich kann sonst noch nicht wirklich was machen, außer laufen und springen. Wir haben eine Kuh. Eine fliegende Kuh. Okay. Können hier nicht in den Wasserfall hineingehen. Blümchen blühen. Ah, ein... Erinnerung wiedererlangen. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Ah, ich kann Doppelsprünge machen. Okay. Da oben ist noch ein Kuhvogel. Okay, ich kann mich da anscheinend nicht hochziehen. Drücke Leertaste, um zu springen. Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit. Drücke Leertaste im Sprung erneut, um zu wirbeln. Hey, bleib stehen. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame.
Anscheinend Erinnerung aus Alice ihrer Kindheit. Da ist noch eine. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Hier sind überall kleine Schlüssellöcher, da kann ich anscheinend irgendwann später erst durch. Wahrscheinlich, wenn ich dann die Fähigkeit habe, mich verkleinern oder vergrößern zu können, wie man es aus dem Wunderland ja kennt. Trink mich. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho, und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe, so wie den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Hab ich's mir doch gedacht. Halte Steuerung links, um zu schrumpfen. Ah. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum, wie eine Füchsin in ihrem Bau. Alte Steuerung, um zu schrumpfen. Wir können jetzt also schrumpfen, alles klar. Was haben wir denn hier? Die geschrumpfte Alice verfügt über den Schrumpfsinn. Habe ich da wahrscheinlich schon ein, zwei Durchgänge übersehen oder so? Egal. Das war nicht gut. Zwei Zähne. Alles klar. Ein bisschen beschwipst die Kleine. Upp. Und jetzt Schnecken. Hi. Fünf Zähne. Ich habe bisher keine Lebensanzeige, deswegen kann ich nicht sagen, ob ich jetzt hier irgendwo mal Schaden nehmen werde. Habe ich irgendwas übersehen? Nein, anscheinend nicht. Also, weiter geht's. Was passiert wohl? Ach, hier drin kann ich gar nicht wachsen, okay. Zähne! Mehr Zähne! Ist das eine Währung oder so? Ich vermute es fast. So, was haben wir jetzt hier alles? Da haben wir noch was, eine Erinnerung. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Das war dann also die Schwester? Ach so. So hoch wollte ich gar nicht hinaus. Aber wir können jetzt rutschen. Dann rutschen wir. Ein goldener Zahn. Ach, die hätte ich kaputt machen können. Okay, sagt das doch einer. Das da hinten gefällt mir nicht, da will ich nicht hin. Das gefällt mir auch nicht. Aber ich finde das grafisch echt genial, so mit diesem riesen Wald. Ja, wie ich schon sagte, mir gefällt das nicht.
Die Vorpal-Klinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Die Vorpal-Klinge. Macht zerschnitt. Zerschniffer Schnück. Lässt sie tot zurück. Bekannt aus Reim und Poesie. Die Vorpal-Klinge fügt Einzelzielen im Nahkampf den schnellsten Schaden zu. Die linke Maustaste, um die Vorpal-Klinge anzugreifen. Jetzt habe ich auch da oben eine Leiste, eine Energieleiste. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Ja, der ist weg. Okay. Ob mir das gefallen soll. Mir gefällt das hier auf jeden Fall nicht. Hihi. Schleichender Verfall. Boah. Da kommen mehr. Hässlich, eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Das war ekelhaft, diese Glibberviecher. Kann ich hier auch... Nein. Okay, ich muss also hier weiter, dann gehen wir hier auch weiter. Eine Erinnerung. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Ich hoffe, ich drücke nicht mal aus Versehen irgendwann Leertaste, wenn ich drücke und halte Leertaste um. Okay. Schweben kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. Da kriege ich jetzt wohl... Ich habe ein Fläschchen aufgesammelt, okay. Wieder Zähne gefunden. Da unten steht jemand. Okay. Schauen wir uns das doch mal an. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise, diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten.
Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Anscheinend wieder eine Figur, die man aus dem ersten Teil kennt. Pfeffermühle, verleiht Feinden Würze. Rüssel pikant im Nu. Okay. Da können wir noch nicht hinein. Können wir hier sonst irgendwas machen? Nein, anscheinend nicht. Was ist Schraubelle? Drücke rechte Maus, um der Pfeffer-Dings zu feuern. Okay, mit Tabulator Ziel wechseln. Was? Okay. Da ist irgendwas Widerliches. Ah, Sonnenvieh schon wieder. Spitze überall die Schnauze, um die Ohren zu orten. Nein, Spitze überall die Ohren, um die Schnauzen zu orten. Wechsel den Zielmus und schießen mit dem Pfeffer. Okay. Ist die Schnauze voll gepfeffert? Wird sich Fahrer und Sammlerstück offenbaren. Okay. T um den Zielmodus. Gehen wir da mal hinterher. Und schauen mal, was die Schnauze uns so zeigen möchte. Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Zerstöre den Herzogenkorb, um eine Belohnung zu halten. Kann ich da nicht wieder raus? Hallo? Ich habe da doch gar nicht alles erkundigt. Verdammt. Da bestimmt jetzt irgendwas da. Sind auch noch Zähne. Gar nicht gesehen vorher. Weg. Dann gehen wir halt. Okay, danke. Na, auf die Schnauze. Okay.
Na, komm schon, den will ich noch abschießen. Haha. Okay. Da hänge ich gerade an einer kleinen Kante fest. Die Folge ist zu Ende, sehe ich gerade. Also machen wir hier dann beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Herr Mango. Bye, bye.